Das ist wirklich unglaublich, ja. Aber trotzdem bitte nicht nachmachen, ja. Ja, heute das Thema Leinsamen und herzlichen Glückwunsch erstmal, dass du dich für deine Gesundheit interessierst und dass du wieder reingeklickt hast. Ein paar Basics, ja. Als allererstes zu Leinsamen, denn viele konsumieren dieses Lebensmittel, wissen aber nicht genau, wie viel sie konsumieren sollen oder dürfen vor allen Dingen auch, weil ja Blausäure enthalten ist und so weiter. Das habe ich für euch mal hier studienbasiert genauestens geprüft, dass ihr genau die Grammzahl wisst, die noch okay ist, im Blutserum und so weiter. Das wird sehr, sehr spannend. Also zunächst ein paar Basics. Also Cyanide sind Salze und andere Verbindungen der Blausäure, Cyanwasserstoff, also HCN. Viele kennen es sicher noch als Cyankali, ja, dem die Juden unterlagen in den Konzentrationslagern zum Beispiel. Ja. In diesem Video werden wir zusammen evaluieren, ja, wie die Gifte wirken und welche Mengen von Lebensmitteln noch tolerierbar sind für eure Gesundheit. Da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben und zuhören, ja. Die allgemeine Struktur der Cyanogenglykoside besteht aus einer reaktiven Alpha-Hydroxyl-Nitril-Komponente, die durch Konjugation mit D-Glucose stabilisiert wird. Ziemlich kompliziert, müsst ihr euch nicht unbedingt merken, ja. Daher kommt auch die Annahme, dass bittere Aprikosenkerne Krebszellen zerstören, denn die Krebszellen würden die konjugierte Glucose ja fressen und dann dementsprechend an Cyanid-Verbindungen in dem Rest quasi sterben. Ja. Wenn ihr dazu mal Aufklärung haben wollt und ein Video dazu haben wollt und wie viel davon noch tolerierbar ist von den bitteren Aprikosenkernen und ob es wirklich so wirkt, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare, dann werde ich mir dem wahrscheinlich mal annehmen. Ja. Cyanogene Glykoside werden im Inneren, also der Zellvakuole des Pflanzengewebes gespeichert, ja, wodurch sie von ihren hydrolysierten Enzymen, spezifischen Beta-1,6-Glykosidasen, ja, getrennt werden, ja, so, das ist der Vorgang, ja. Bei der Zerstörung des Pflanzengewebes, beispielsweise durch Pflanzenfresser, ja, kommen die Beta-Glykosidasen, ja, mit den cyanogenen Glykosiden in Kontakt, ja, was zu einer enzymischen Spaltung des Kohlenhydratanteils führt. Das gleiche passiert auch bei Knoblauch, ja, zum Beispiel das Enzym Alinase, ja, aus dem Alin, ja, wird dann dementsprechend der Hauptwirkstoff das Allicin, ja, so, wenn diese beiden aufeinandertreffen. Erst die Umwandlung wird beim Pressen oder beim Kauen oder beim Brokkoli, ja, mit dem Enzym Myosinase, ja, die dann Hauptwirkstoff Sulforaphan umwandelt, ja. Also da gibt es viele Beispiele in der Natur dementsprechend, ja. Immer dieses gleiche Schema hat einfach, ne. Wenn die beiden aufeinandertreffen, entsteht jetzt dieser Hauptwirkstoff. Ja, das gleiche ist bei Leinsamen auch. Deshalb ist das Schroten ja auch einerseits auch wichtig für die Freisetzung der Omega-3-Fettsäuren, aber gleichzeitig entstehen dadurch natürlich auch die Cyan-Verbindungen, ja. Es gibt verschiedene Cyan-Verbindungen aus verschiedenen Pflanzengruppen. Zum Beispiel haben die bitteren Aprikosen keine Amygladin. Linamarin haben Maniok, das kennen vielleicht viele aus dem chinesischen Supermarkt, ja. Und Neolinostatin und Linostatin haben dementsprechend die Leinsamen, ja. Das sind so die Cyan-Verbindungen. Die perakute orale Toxizität von Cyanid und HCN, also bei Säugetieren, ist gut bekannt, ja. Das eine Molekül wird leicht absorbiert und wird über den Blutkreislauf verteilt. Oberhalb eines bestimmten Gewebes hemmt Cyanid die Cytochrom-C-Oxidase im Komplex 4, ja, der terminalen Enzyme der mitochondrialen, ja, Elektronentransportkette, so kann man das sagen, ja, durch kompetitive Bindung an den sauerstoffreduzierenden Kofaktor des Proteins. Ja. Diese entscheidende Wirkung führt zu einer verminderten Sauerstoffverwertung und zu einem verstärkten anaeroben Stoffwechsel, was zu einem Überschuss an Milchsäure, ja, und metabolischer Azidose und schleichendem Zelltod dementsprechend laut Energieentzug quasi führt, ja. Also so wirken quasi Cyanide bei uns im Körper, ja. Doch was sagen die Studien, welche Mengen sind noch relevant in Lebensmitteln und für unsere Gesundheit vor allen Dingen auch, ja. Diese Studie hat es wirklich auf die Spitze getrieben. Ich habe eine sehr, sehr geile Studie gefunden für euch. Das ist wirklich sehr, sehr spannend jetzt, ja. Es wurde der höchste Gehalt an Cyanid-Äquivalenten, also Gesamtcyanid, in einem bestimmten Lebensmittel, im Handel erhältlichen Lebensmittel genommen, ja, ganz wichtig, ja. Dann zweitens, maximale mechanische Zerstörung, ja, der Gewebestruktur des Lebensmittels unmittelbar vor der Einnahme durch gründliches Kauen, ja, oder dementsprechend in einem Mixer, ja, wurde es quasi klein gemacht nochmal, ja, haben wir gerade gelernt, weil dann treffen ja die beiden Stoffe erst aufeinander und dann entsteht erst diese Cyanidverbindung, ja. Schneller Verzehr nach nächtlichem Fasten, das heißt auf leeren Magen drittens wurde es noch genommen, ja, und dann keine anderen Lebensmittel viertens, ja. Also ebenfalls, ne, mehrere Stunden vor und nachher wirklich keine anderen Lebensmittel noch dazu addiert, dass der Magenbrei sich vermischen konnte, ja. Die Menschen waren gut miteinander vergleichbar, denn es wurden alle mit einem gesunden BMI, sowie Europäer und Nichtraucher und allgemein gesundheitsgeltend, als gesund geltend quasi hier inkludiert, ja. Dafür wurde die allgemeine Blutparameter bestimmt, ja, sowie die Leber und die Nieren werden bestimmt, also die Werte, ja, die wichtig sind für die Entgiftung natürlich von Giften, ja. Ja, dort war ebenfalls alles im Normbereich, ja. Tatsächlich wurden 15 Leinsamenprodukte getestet, ja, die man wie in Punkt 1, ja, den höchsten Gehalt hatten,
Ja, da wurde geguckt, eine deutsche Firma lieferte den höchsten Gehalt mit 220 Milligramm pro Kilogramm. Wobei ja der Durchschnitt bei 145 lag und der tiefste Wert lag bei ca. 98 Milligramm pro Kilogramm Cyanid-Äquivalent. So, erste Symptome wie Tachykardie oder Flush, ja, sind im Bereich von ca. 20 bis 40 Mikromol im Vollblut zu erwarten. Höhere Werte, ca. 40 Mikromol, würden als toxisch eingestuft werden, zum Beispiel Bewusstseinsstörungen und so weiter treten dann ein. Ja. Und Werte über 100 und 120 Mikromol würden im lebensbedrohlichen Symptomen quasi enden oder zum Tod führen dann dementsprechend auch, ja. Also Threshold, ja, das ist die Grenze, ja, sind hier ca. 20 Mikromol, die keinesfalls, also die noch als ungiftig quasi deklariert werden können, ja, und symptomlos quasi verlaufen, ja. Jetzt wurde 30,9 Gramm Leinsamen gegeben, was echt viel ist, ja, was knapp 5 volle Esslöffel sind, ja, von dem höchst gemessenen Cyanidgehalt des Produkts, ja, extra geschrotet im Mixer mit 20.000 Umdrehungen, nüchtern nach dem Fasten und so wie keine anderen Lebensmittel wurden noch dazugegeben. Wir werden hier sehen, ja, der Durchschnitt ist ca. 6 Mikromol bei den Probanden gewesen, im Blut, im Vollblut, ja, und das ist etwa, und der Höchste hat ca. 15 gehabt, ja, das heißt, bei 30,9 Gramm unterschreitet man um den Faktor 3 die Höchstmenge immer noch. Aber wie viel brauchen wir wirklich, um die Linie zu durchbrechen? Auch das wurde hier festgestellt mit erstaunlichem Ergebnis. Ja? Also wir sehen nochmal hier 7,5 Gramm, also 3 Esslöffel erhöhen so gut wie gar nicht den Blutspiegel diesbezüglich Zenitverbindung. Ja? So, selbst 15 Gramm, also 7 Esslöffel, erhöhte nicht wirklich den Zenitspiegel im Blut. Ja? 14 Teelöffel, also 30,9 haben wir ja gerade gelernt, ca. 6 Mikromol, also immer noch Faktor 3 unterschritten hat. Ja? Selbst 60 Gramm haben nicht die Linie von 20 Mikromol überschritten, also 28 Teelöffel, wurde aber dementsprechend dann knapp. Erst 100 Gramm Leinsamen, mein Gott, ja, erst diese haben die Linie überschritten. Ja. Wir wollen natürlich alle wissen, wie es dem Mann ergangen ist, der 100 Gramm Leinsamen verzehrt hat und sich einverleibt hat. Ja. Und er hatte tatsächlich keine klinischen Symptome, seht ihr hier. Das ist wirklich unglaublich, ja. Aber trotzdem bitte nicht nachmachen, ja. Doch was ist, wenn es täglich eingenommen wird? Ja, dazu gibt es einige Tierstudien. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verabreichung von Natriumcyanid in Konzentrationen von bis zu 300 ppm, ja, im Trinkwasser in Ratten und Mäusen, dann das sind die einzigen Studien, die dazu gibt, ja, über 13 Wochen, ja, führt es zu keinem signifikanten Anstieg von Körpergewicht, ja, Organgewicht, ja, histopathologische und klinische pathologische Parameter, die sich verändert haben, ja, keine Hinweise auf neurologische oder Schilddrüsenschäden, also wurden ebenfalls nicht festgestellt, ja. Da man ppm in Milligramm pro Kilogramm umrechnen kann, wären das ca. 300 Milligramm pro Kilogramm. Aber es kann sich irgendwann auf die Reproduktion auswirken, sagten sie. Dies aber ohnehin nicht vergleichbar, weil es tatsächlich hier um Cyanidverbindungen sich gehandelt haben und nicht quasi um wirkliche Leinsamen und ganze Lebensmittel oder sowas. Von daher ist es sehr schlecht vergleichbar und halt auch eine Tierstudie halt. Ne? Ja, und von daher an kann man zu der langfristigen Einnahme dementsprechend noch nichts sagen, sondern nur zu der Momentaufnahme halt. Ja? Und dazu gibt es nämlich eine Studie, die man sehr, sehr gut heranziehen konnte dafür, ja. Okay, also das war's, ja. Von der Einschätzung tendierend haben 30,9 Gramm Leinsamen immer noch um den Faktor 3 die kritische Zone von Cyanid unterschritten halt, ja. Das ist das Fazit, was ich euch mitgeben möchte und von daher jetzt wisst ihr, wie ihr mit Leinsamen umzugehen habt und ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen. Gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Auf purazell.de könnt ihr mich unterstützen für meine kostenlose Arbeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag ciao.